Lizzie Wilkins! Entschuldige, das ist etwas, das man als Alchemist manchmal einfach sagen muss. Wenn du einige meiner Brüder siehst, hilf ihnen. Das haben sie nötig. Meine Alchemie ist die stärkste im ganzen Land. Statt zu schmelzen, verwandelt sich der Seetang zu Stein! Er ist zu Stein geworden. Verdammt und zugenäht! Die Lösung ist noch nicht bereit. Ich brauche reine Rotzessenz. Du findest sie in einer Höhle in der Nähe. Ja, tief in dieser Höhle solltest du die reine Rotzessenz finden. Kämpfe dir den Weg frei! Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Was für bezaubernde Lampen. Du hast viel gelernt, mein Schüler. Ein Heiltrank, falls du mehr brauchst. Die reine Rotzessenz ist so nah, dass man sie riechen kann. Sie wird schwer bewacht sein. Keine Zeit für Gebete! Die reine Rotzessenz! Schnell, heb sie auf! Genieße die Erfahrung! Sollen wir fortfahren?
Hier ist dein Rotz. Perfekt! Damit kann ich die Lösung fertigstellen. Träufle diese verbesserte Meeresalgenlösung auf den Seetang, der dir den Weg versperrt. Ich bin der weltbeste Alchemist. Der Seetang schmilzt und gibt den Weg frei. Wenn du einige meiner Brüder siehst, hilf ihnen. Das haben sie nötig. Möge die Magie beginnen! Und so setzten die Idioten ihre lange, sinnlose Mission fort. Sie latschten durch die Ödnis, die sie geschaffen hatten, und zertrampelten dabei kostbare Korallen unter ihren Stiefeln. Ihr seht viele zuvor verborgene Schätze auf dem freigelegten Meeresgrund. Da war viel Schrott und Gerümpel im Meer. Jede Menge Treibgut. Treibgut? Ist das nicht eher Strandgut? Treibgut ist vom Schiff gefallen. Strandgut wurde abgeworfen. Interessant. Darauf fällt mir nicht mal eine schnippische Antwort ein. Lernen kann halt auch Spaß machen. Seht ihr die Zerstörung, die sie zurücklässt? Eine Ödnis voller kaputter Spielzeuge, die sich fragen, warum sie von ihrem Schöpfer verstoßen wurden. Aber das ist wohl alles nur, um die Bühne für dich aufzubauen, Schicksalsbringer. Nur zu. Könntest du nur die ganzen Fische fragen, die ihr eben vaporisiert habt, was sie davon halten, vom Schicksal geeint zu sein? Zeit für einen Zauberspruch! Wir werden sie gemeinsam schlagen. Stankenstadt ist eine mächtige, verkünftige Bestie eingesperrt und sehnt sich nach Freiheit. Sie ist auch sehr hungrig, also bringt besser Snackyleins mit. Höllenfeuer! Blitzschlag!
Oh, sieh mal an, wer da spielen möchte. Kommt, Freunde, in die ruhmreiche Schlacht! Immer triumphiert das Gute über das Böse. Oder war es in Ordnung über das Chaos? Schnellladung! Hunger auch. Und der Hunger eines
Das Wyvern ist schrecklich. Schon lange trage ich diese Ketten, bin meines Feuers beraubt und muss hungern. Wenn du mich befreist, Affe, gebe ich dir das Kleinod, das du begehrst. Ich bin kein Freund des Drachengeschlechts, doch ich verabscheue jegliches Sklaventum. Du sollst frei sein. Du bist klug für einen Affen. Zuerst musst du diese teuflische Vorrichtung verstummen lassen, sonst öffnet sich die Luke nicht. Noch nicht leer! Ich habe die Teufelsmaschine ausgeschaltet. Und nun? Irgendwo in der Nähe. Vielleicht dort, wo die Sonne scheint, ist ein Öffnungsmechanismus für meinen Käfig. Aktiviere ihn. Dann werde ich frei sein. Was für bezaubernde Lande! Mehr Glück für dich, Mamacita! Oho! Vielleicht wird ein Skatbraten den Hunger der Bestie stillen. Du hättest aufgeben sollen, als du noch die Gelegenheit hattest. Deine Macht ist schwach gegen ein tapferes Herz. Keine Zeit für Gebete! Der Champion ist wieder auf dem Feld! Verdoppeln! Lauft, wohin ihr wollt, meine Freunde! Wartet, halt! Bleibt besser in der Nähe!
nichts für mich. Jedes einzelne dieser Dinge ist essentiell wichtig. Maul auf, Wyvern. Heute wirst du nicht hungrig bleiben. Hoffentlich ist es richtig, einen Wyvern zu befreien. Schritt vor, Affe! Ich will dir meine Gunst erweisen. Du hast mehr Weisheit, Güte und Schleue bewiesen, als für deine Art üblich. Nimm als Erinnerung diese Schuppe an, denn ich werde dich niemals vergessen.